Hallo, guten Abend. Das war ich nicht, oder? Nee, guten Abend. Haben Sie herzlichen Dank fürs Kommen an so einem doch noch wunderschönen Abend. Sie sehen eine Kamera da und ich soll Ihnen gleich zu Beginn sagen, dass Sie vielleicht dann irgendwann im Fernsehen kommen, ganz kurz, wenn die Kamera drüber schwenkt. Also wenn die Kamera kommt und Sie möchten das nicht, dann müssen Sie so machen. Aber ich glaube, das wird keiner Folgerung draus schließen, dass Sie heute Abend hier sind, außer guten. Den wir begrüßen, Alberto Manguel. Wir sind besonders froh, noch das Fernsehen, dass wir sagen können, er wird der nächste Gutenberg-Preisträger sein. Und Sie alle, wenn Sie reingekommen sind, und sind nicht durch die Fenster geklettert, sind unter dem Blick von Herrn Gutenberg zu uns hereinspaziert. Nämlich er sitzt oben am Portal als im Medaillon, denn dieses Gebäude hier war ja das berühmte Gebäude der Stempelschriftgießerei und eine ganze Reihe wunderbarer Schriften, auch die Schrift, in die der abtrünnig gewordene Surkamp Verlag immer noch alle Bücher erscheinen lässt, sind in diesem Gebäude gemacht worden. Von daher trifft es besonders, es ist für Alberto immer so eine Art Heimkommen, hier zu sein. Einmal, weil wir Gutenberg über der Tür haben, auf der anderen Seite, weil dieses Gebäude so von Schrift, und das ist ja Gutenberg, Schrift und Schriftlichkeit geprägt ist. Wenn ich mir vorstellen soll, oder wenn ich jemandem erklären soll, wie Alberto Manguel so ist, dann denke ich immer an einen Überseekoffer. Ein Überseekoffer mit ganz vielen Aufklebern. Der erste Aufkleber müsste überraschenderweise irgendwas mit Tel Aviv oder mit Israel zu tun haben, denn er wurde zwar in Buenos Aires geboren, vor 70 Jahren und inzwischen 6 Wochen oder 4. Er ist gleich alt wie Brian Eno, wenn Sie einen Zeitgenossen brauchen, um sich das vorzustellen. Er ist in Buenos Aires geboren, aber sein Vater war Diplomat in Tel Aviv und so ist er in Israel aufgewachsen. Aber eine prägende Erfahrung war das deutsche Kindermädchen. Und das Kindermädchen hat mit den Kindern Urlaub gemacht in Garmisch-Partenkirchen, ihnen Grimms Märchen vorgelesen. Sie merken, die Sprachen kommen übereinander. Das ist nicht eine Sprache, in der bleiben durfte, bleiben konnte, sondern es gab immer wieder neue Sprachen, neue Literatur, neue Einflüsse, neue Geschichten, die sich über die anderen gelegt haben. Der Vater wurde abberufen, ist dann doch zurückgegangen nach Buenos Aires. Alberto half in einer Buchhandlung aus, dem berühmten Pygmalion, eine deutschsprachige Buchhandlung, wo der Herr Boches immer seine Bücher herbezog. Und wurde dann irgendwann mal gefragt, junger Mann, angenehmes Äußeres, angenehme Stimme, können Sie dem Herrn Boches nicht bitte vorlesen? Das hat er 4 Jahre lang gemacht und ich glaube, das war die geheime Schule, die er dann bekommen hat, um durch diese ganzen Schichten von Sprachen und Geschichten, die er schon angesammelt hat, durchzukommen. Er verließ Argentinien vor der Diktatur. Es begann ein wanderndes Verlegerleben und jetzt kommen auf diesem Koffer ganz viele Aufkleber drauf. Denn er ist der einzige Verleger, den ich kenne, der auf Tahiti gearbeitet hat, was meine Kinder immer sehr fasziniert hat, warum ich in diesem Frankfurt abhänge. Er hat in Barcelona gearbeitet, in Paris und in Mailand. Und Sie merken, also um als Verleger, als Lektor, als Berater in solchen Ländern zu arbeiten, muss man diese Sprachen eigentlich alle ziemlich gut beherrschen. 1982 war dann Schluss mit Wandern, er ging nach Toronto, er wurde kanadischer Staatsbürger, was er jetzt auch noch ist. Und bis auf ein paar Hin- und Her-Dinge hat er sich meistens doch an Kanada gehalten, bis er dann im Jahr 2000 endlich sein Traumhaus glaubt entdeckt zu haben, von dem werden wir nachher mehr hören, ein Pfarrhaus in Modillon in Frankreich,
also ziemlich in der Mitte von Frankreich. Als ich zum ersten Mal besuchte, sagte er, es ist eine Stunde mit dem Zug von Paris aus, das findest du schnell. Ich wusste aber nicht, dass der Zug 300 Kilometer schnell fährt. Und ich dachte dann immer, das muss doch hier bald sein. Als ich auf der Karte gesucht habe, ich dann gemerkt habe, es ist ziemlich weit weg von Paris gewesen eigentlich. Und dort hat er dann diese berühmte Bibliothek aufgebaut, über die viel geschrieben worden ist und von der wir heute einiges hören. 2014 ist er nach New York gegangen, weil, vielleicht erfahren wir heute mehr darüber, das mit Frankreich für ihn doch ein bisschen schwierig geworden ist, und bekam dann 2015 den Job, da werden wir später drüber reden, und wurde schon wieder in Berührung gebracht mit Borges. Und zwar bekam er den Job oder die Aufgabe oder das Amt oder die Würde, sehr wahrscheinlich die Bürde, der Direktor zu sein der Nationalbibliothek in Buenos Aires. Sie sehen also, auf diesem Koffer sind ganz viele Aufkleber aus ganz vielen verschiedenen Ländern, in vielen verschiedenen Sprachen. Und in dem Koffer, ja, was ist da drin? Das werden wir nachher sehen. Es gibt zwei Dinge. Die habe ich mitgebracht, dann kann ich mich die jetzt schon durchgehen, bevor Ihnen weiterreiche, bevor ich gehe. Das eine ist eine Klabund-Ausgabe von dem Jahr 1929. Das wird einer dieser deutschen Ausgaben gewesen sein, die in diesem Pygmalion-Buchladen durchgelaufen sind. Und der Borges hat ja fast alles gelesen, was es gibt, hat auch alles irgendwie in sehr vielen Originalsprachen gekannt. Er konnte Deutsch und vielleicht hat er den Kreidekreis in dieser Ausgabe gelesen. Und er hat zum Abschied Alberto Manguel eine Ausgabe geschenkt von Kipling, Storkey & Co. Wie ich eben erfahren habe, ist es nicht die große rote gewesen, sondern die kleine rote, die ist ein bisschen etwa so groß wie ein Reklamheft, in Safianleder gebunden. Habe ich jetzt leider nicht hier. Wüsste ich auch nicht, ob ich die so ins Publikum geben würde. Ich gebe die Bücher mal rum, damit Sie mal so ein Gefühl dafür haben, wie das ist, wenn man bei ihm in der Bibliothek saß, wenn er seine Bücher rausholte und mal vor allen Dingen eine körperliche Berührung mit den Büchern hatte. Das war in seiner Bibliothek immer das Wichtigste. So, und jetzt genug der Vorrede. Alberto, bitte ans Pult. Danke. Was liegt bei dir im Moment auf dem Nachttisch? Ich antworte gerne, aber zuerst will ich euch danken für this wonderful honor to be here. Ich habe ein ganz kleines Wortschatz auf Deutsch, also ich werde auf Englisch reden. Ich habe als Kind Deutsch und Englisch gelernt, aber ich habe fast all mein Deutsch vergessen. Also ich werde auf Englisch sprechen. Entschuldigung. On my night table now at the hotel, I have three books. I never read only one. So there is a detective novel, called The Hollow Man by John Dixon Carr. Excellent. One of those closed room mysteries. I have a novel by Coetzee that I haven't read, Disgrace, that I know is extraordinary. And I always have my Dante, so that is also there. Soll ich das kurz zusammenfassen oder haben Sie, ja, okay. Also er liest immer in mehreren Büchern gleichzeitig. Im Moment hat er auf seinem Nachttisch nur drei, weil er halt unterwegs ist. Einmal in
Kriminalroman von Dixon Carr, The Hollow Man. That's a T.S. Eliot quote. I think T.S. Eliot, Name ist von John Dixon Carr. Okay. Sehen Sie, da bin ich irgendwie in die Bildungsfalle gelaufen. Ich dachte natürlich, T.S. Eliot wäre der Erste mit The Hollow Man. Nein, ist Dixon Carr. Dann den Roman Schande von Coetzee. Und dann natürlich dann sein Dante, denn Dante ist seine tägliche Lektüre. You still read Dante every day? Ja, jedes Morgen. Es ist so wie I wash my brain with Dante in the morning. I have one canto of Dante. I started to read Dante about 15 years ago. I tried him many times before, and it wasn't for me, but books are very patient. So the Commedia waited a number of years, and then finally, when we met, we became friends. Also Dante ist die Lektüre, die er jeden Morgen, er liest jeden Tag, jeden Morgen ein Canto. Und es ist eine Lektüre, die ihm völlig frische Gedanken gibt. It's not brainwashing. It's a sort of brainwashing. It's a kind of yoga for the brain. Also es ist ein Yoga für den Kopf. Er liest jeden Tag ein Canto und er sagte, die Commedia war sehr geduldig mit ihm, denn zuerst hat er eigentlich nicht gewusst, wie er da reinfindet und er hat erst angefangen vor 15 Jahren sich damit wirklich zu beschäftigen. But reading is often something for you that you do like in a regular concept, because this book is telling the story of your Dante preoccupation. Ja, ich wollte nicht das Buch schreiben, weil ich dachte, wenn ich das Buch schrieb, ich endete meine Lesung von Dante. Aber ich dachte, okay, I will write it and try to keep on reading. And because it's such an extraordinary book, every time I go through it, I find something new. This sounds banal, but if you consider what a perfect structure the Commedia has, what an intelligent use of rhyme, and how the rhyme and the structure corresponds to the Christian dogma that Dante used like an Ulipo writer to have a constraint, and how the poetry is such a beautiful musical creation that at the same time is exact science, geometry, geology, geography, zoology, psychology, everything is in Dante. And then the creation of characters, which just one or two words, mit drei Worten kann Dante eine wirkliche Frau bauen oder ein Mann. Es ist erstaunend für no matter what writer, but to have Dante schreibt in Exil, er hat seine Bücher nicht. How does he do it when he has to construct this perfect work simply in his mind and writing wherever he is? It's a miracle. Literatur is voll Wundern, but a miracle like this, I don't know another. Er sagt also, Dante wäre ein Wunder, wie er kein anderes kennt in der Literatur. Es ist eine große Zusammenkommen von Musik, von Reim, von Sprachmelodie, von Poesie, aber auch von den ganzen Wissenschaften und der Theologie seiner Zeit. Und dazu ein unheimlicher erzählerischer Impuls, der mit zwei, drei Hinweisen eine wirkliche Figur, eine Frau, einen Mann vor dem Auge des Lesers erstellen
kann. Er hatte am Anfang gedacht, dass er seinen Geschmack an Dante vielleicht so ein bisschen verlieren wird, als er dieses das letzte große Buch geschrieben hat, Eine Geschichte der Neugierde. Das ist ein Buch, was jedes Mal von Dante ausgeht und dann einen Aspekt aus der Geschichte der Neugierde beleuchtet. Aber er hat gemerkt, dass ihm das irgendwie gar nicht gestört hat in der Lektüre, sondern dass die Lektüre eigentlich immer intimer, immer feinfühliger wurde. Und am meisten hat er sich gewundert, weil Dante das Buch ja im Exil geschrieben hat. Er hatte gar nicht seine Bibliothek dabei. Er musste das alles aus dem Kopf zusammentun. But what is so amazing is that you as a reader, you're completely unacademic. You're a guy who really comes to my mind when I think about this German word Leselust. Ganz, yes. And even when eine Geschichte des Lesens was reviewed in Germany, one of the papers titled it Theorie, halt dein Mund. So I can't write literary theory because I don't understand literary theory. As a reader, you have to share your enthusiasm in a language that other normal people would understand. So I don't understand Baudrillard or Genet or some literary critics I understand, Northrop Frye or George Steiner, extraordinary, or Barth, or we spoke of Auerbach. So yes, but the jargon is not for me. Also er hält sich frei vom Jargon und von der Akademie. Und es gibt natürlich schon Autoren, Northrop Frye oder Auerbach, die er schätzt, aber die meisten Akademiker sind eben, oder Literaturtheorien sind eben viel zu abstrakt. Because that's my notion, that for you, books are like living beings. They are living beings. It's not for me. Sind lebendige Sachen. Ja, also... Sie haben gemerkt, er geht sehr direkt auf die Bücher zu und Bücher sind für ihn lebendige oder eigenständige Lebewesen, wie er einmal in dem neuen Buch Die verborgene Bibliothek hören. Und daraus hören wir jetzt eine Stelle gelesen von Brigitta Asheuer. Ich weiß, hier irgendwo auf diesen Regalen ist meine wahre Geschichte verborgen. Und alles, was ich brauche, um sie zu finden, ist genügend Zeit oder etwas Glück. Aber ich finde sie nie. Meine Geschichte entzieht sich mir immer wieder, weil es nie eine endgültige Geschichte ist. Zum Teil rührt das daher, dass es mir nicht liegt, in einer geraden Linie zu denken. Ich schweife zu gern ab. Ich schaffe es einfach nicht, ausgehend von ein paar Fakten über ein Netz logisch aufeinander aufbauender Argumente zu einer folgerichtigen Lösung zu kommen. Egal wie stark meine anfängliche Absicht auch ist, immer gehe ich auf irgendeinem Abweg verloren. Ich stoppe auf halber Strecke, um ein Zitat zu bewundern oder eine Anekdote zu lauschen. Ich lasse mich von sachfremden Fragen ablenken und werde von einem sich daran anschließenden Strom neuer Ideen weggetragen. Ich beginne über das eine zu sprechen und komme unmerklich auf etwas ganz anderes. Zum Beispiel nehme ich mir vor, über das Thema Bibliothek nachzudenken. Und sobald ich mir zu diesem Zweck eine wohlgeordnete Bibliothek vorstelle, fördert mein schweifender Verstand weitere, ganz unerwartete und wahllose Bestände zutage. Ich denke... Bibliothek? Und im gleichen Moment stürze ich in das Paradox, dass eine Bibliothek jegliches Ordnungssystem durch sich zufällig ergebende Paarungen und spontane Affinitäten auf dem Regal unterlaufen muss.
und dass ich es vorziehe, anstatt mich an den alphabetischen, numerischen oder thematischen Pfad zu halten, den eine solche Bibliothek mir zur Orientierung nahelegt, mich von diesen ungeplanten Affinitäten verführen zu lassen. Womit mein anfängliches Thema dann nicht mehr nur die Bibliothek ist, sondern sich auf das wunderbare Durcheinander der Welt selbst ausdehnt, welches wiederum die Bibliothek versucht, in irgendeine Form von Ordnung zu bringen. Ariadne verwandelt für Theseus das Labyrinth in einen unfehlbaren geraden Weg. Mein Geist verwandelt den geraden Weg in ein Labyrinth. In einem frühen Essay bemerkt Borges, eine Übersetzung könne als ein weiterer Entwurf des Originaltextes angesehen werden. Denn der einzige Unterschied zwischen einer Übersetzung und der früheren Version eines Textes sei ein chronologischer, kein hierarchischer. Anzunehmen, dass jede neue Kombination von Elementen dem Original zwangsläufig unterlegen sei, schreibt Borges, hieße anzunehmen, dass der Entwurf 9 zwangsläufig dem Entwurf H unterlegen sei. Und es kann ja nur vorläufige Entwürfe geben. Der Begriff eines definitiven Texts ist der Religion oder dem Überdruss vorbehalten. Genau wie der Text nach Borges Verständnis keine definite Form hat, habe auch ich keine definitive Biografie. Meine Geschichte ändert sich von Bibliothek zu Bibliothek oder besser vom Entwurf einer Bibliothek zum nächsten. Keine Bibliothek ist die definitive, keine die letzte. In einer meiner frühesten Erinnerungen, ich war wohl 2 oder 3 Jahre alt, sehe ich ein an der Wand über meinem Bettchen hängendes Regalbrett, welches sich unter den Büchern biegt, aus denen mein Kindermädchen mir allabendlich Gute-Nacht-Geschichten vorlas. Das war meine erste eigene Bibliothek. Als ich mir selbst etwa 1 oder 2 Jahre später das Lesen beigebracht hatte, wurden die nun in einer für mich erreichbaren Höhe angebrachten Bücher zu meinem eigenen kleinen Reich. Ich erinnere mich, wie ich die Bücher umsortierte und sie immer wieder nach geheimen Regeln, die ich mir ausgedacht hatte, neu gruppierte. Alle Bücher der Reihe Golden Books mussten beieinander stehen. Die dicken Märchensammlungen durften die schmalen Beatrix Potter-Bändchen nicht berühren. Meine Kuscheltiere hatten auf einem anderen Regalbrett Platz zu nehmen. Ich war überzeugt, dass schreckliche Dinge passieren würden, wenn ich diese Regeln nicht beachtete. Aberglaube und Bibliothekarskünste sind eng miteinander verbunden. Diese, meine erste Bibliothek, stand in einem Haus in Tel Aviv. Die nächste wuchs gemeinsam mit mir in Buenos Aires an. Bevor wir zurück nach Argentinien zogen, hatte mein Vater seine Sekretärin gebeten, genügend Bücher zu kaufen, um die Regale in unserem neuen Haus zu füllen. Pflichtbewusst kaufte sie also ganze Wagenladungen an Büchern bei einem Antiquar in Buenos Aires ein, merkte aber, als sie die Bücher einräumen wollte, dass viele von ihnen nicht ins Regal passten. Doch sie verzagte nicht und ließ einfach die Bücher zurechtschneiden und in dunkelgrünem Leder neu binden, was dem Zimmer in Kombination mit dem dunklen Eichenholz die wohltuende Atmosphäre einer Waldwiese verlieh. Aus dieser Bibliothek stibitzte ich das eine oder andere Buch, um es meiner eigenen hinzuzufügen, die bereits 3 Wände meines Zimmers füllte. Beim Lesen dieser beschnittenen Bücher musste man sich die weggefallenen Zeilen hinzudenken. Eine Übung, die mich bestens darauf vorbereitete, später die Cut-Up-Bücher von William Burroughs zu lesen. Danach kam die Bibliothek meiner Jugendjahre, in der fast alle Bücher bereits enthalten waren, die mir auch heute noch am meisten bedeuten. Großzügige Lehrer, leidenschaftliche Buchhändler und Freunde, für die das Verschenken eines Buches der höchste Akt der Intimität und Vertrautheit war, halfen mir, sie aufzubauen. Ihre liebenswerten Geister gehen auch heute zwischen meinen Regalen um. Die Bücher, die sie mir vermachten, tragen noch immer ihre Stimmen in sich, sodass ich, wenn ich Tanya Blixens fantastische Erzählungen oder Blas de Oteros frühe Gedichte aufschlage, den Eindruck habe, das Buch nicht selbst zu lesen, sondern es laut vorgelesen zu bekommen.
Das ist einer der Gründe, warum ich mich in meiner Bibliothek niemals allein gefühlt habe. Fast alle Bücher aus dieser Zeit ließ ich zurück, als ich 1969, einige Jahre vor Beginn der Militärdiktatur, Argentinien in Richtung Europa verließ. Ich vermute, wenn ich wie viele meiner Freunde geblieben wäre, hätte auch ich meine Bibliothek aus Angst vor der Polizei vernichten müssen, denn in dieser schrecklichen Zeit konnte man schon der Subversion bezichtigt werden, wenn man mit einem verdächtig wirkenden Buch in der Hand auf der Straße gesehen wurde. Ein Bekannter wurde tatsächlich als potenzieller Kommunist verhaftet, weil er Stendhals Rot und Schwarz bei sich trug. Damals hatten die argentinischen Klempner alle Hände voll zu tun, weil viele passionierte Leser ihre Bücher in der Toilettenschüssel verbrannten und durch das Feuer das Porzellan zum Springen brachten. Wo auch immer ich mich niederließ, wuchs wie durch Urzeugung eine Bibliothek um mich herum. In Paris, London und Mailand, in der schwülen Hitze Tahitis, wo ich 5 Jahre lang als Verleger arbeitete, meine Melville-Romane zeigen noch die Spuren polynesischen Schimmels, in Toronto und in Calgary. Ich sammelte Bücher und wenn es Zeit wurde zu gehen, packte ich sie in Umzugskartons und zwang sie, so geduldig wie möglich in Lagerräumen, die in Wahrheit Gräber waren, auf mich zu warten, in der vagen Hoffnung, eines Tages wieder auferstehen zu können. Jedes Mal fragte ich mich, wie es so weit hatte kommen können. Würde dieser dichte Dschungel aus Papier und Tinte eine weitere Periode des Winterschlafs überstehen, um dann aufs Neue meine Wände wie Efeu zu überwuchern? Meine Bibliothek, ob sie nun in den Regalen prangt oder in Pappkartons verpackt ist, war niemals ein einheitliches Ding und ist vielmehr ein Hybride aus unzähligen fantastischen Kreaturen, zusammengesetzt aus den vielen Bibliotheken, die ich während meines ganzen Lebens wieder und wieder aufgebaut und dann verlassen habe. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der ich nicht irgendeine Form von Bibliothek besaß. Deshalb sehe ich die Gesamtheit meiner Bibliotheken als eine Art vielschichtige Autobiografie, in der jedes Buch für mich eben jenen Augenblick konserviert, in dem ich es zum ersten Mal in der Hand hielt. Die Kritzeleien am Seitenrand, gelegentlich ein Datum auf dem Vorsatzblatt, ein ausgeblichener Fahrschein, der aus einem mysteriösen Grund eine Seite markiert. Alles Versuche, mich daran zu erinnern, wer ich damals war. Aber meistens bleibt es bei dem Versuch. Denn mein Erinnerungsvermögen hat eigenartigerweise weniger Interesse an mir selbst als an meinen Büchern. Ich finde es einfacher, mich an eine vor langer Zeit einmal gelesene Geschichte zu erinnern, als an den jungen Mann, der ich damals war. Also in den Text, den Birgitta Asheuer so wunderbar gelesen hat, stammt von einem hier anwesenden Übersetzer, der Achim Stanislawski, der ist ja hinten, glaube ich, hinter einer Brille versteckt und der tatsächlich eine Version H erfunden hat, die zu der Version 9 nicht so unähnlich ist, sondern ganz eigene Tugenden hat. Sie sehen, wie der Original vertretet die Übersetzung, dass Borges hat gesagt über eine sehr gute Übersetzung. You will see how the original betrays the translation. The books in my library promised me comfort and also the possibility of enlightened conversations. They granted me, every time I took one in my hands, the memory of friendships that required no introductions, no conventional politeness, no pretense or concealed emotion. I knew in that familiar space between the covers that one evening I'd pull down a volume of Dr. Johnson or Voltaire that I had never opened, and I would discover a line that had been waiting for me for centuries.
I was certain, without having to retrace my way through it, that the man who was Thursday, or a volume of Pavese's poems, would be exactly what I required to put into words what I was feeling on any given morning. Books have always spoken for me and have taught me many things long before these things came materially into my life. And the physical volumes have been for me something very much like breathing creatures that share my bed and board. This intimacy, this trust, began very early among readers. My library, newly built, was in essence a very ancient place. Its books are the earliest protagonists of our literature. Also, Trost, Gespräch, die Gegenwart der Bücher war für dich ein ganz großes Erlebnis, und es war auch eine, oder es ist eine Gegenwart, die durch keine andere Gegenwart ersetzt werden kann. Wir leben ja im Moment in einer Zeit, wo man immer das Buch in Schutz nimmt und sagt dann, ja, Bücher sind vielleicht doch besser wie Fernsehserien oder so. Aber das ist ja eigentlich Quatsch, weil Bücher sind was ganz anderes als Fernsehserien. Es ist eine Gegenwart, die mir geschenkt wird, die ich nicht jemand einem anderen Medium schenke. Es heißt, wir haben eben darüber gesprochen, dass man ja auch mal Bücher verliert. Mhm. Und was ist dann mit der verloren gegangenen Gegenwart? Es ist wie man verliert einen Freund, dass man nie mehr finden kann. I have a physical relationship with books, so if I'm reading one and I leave it in a hotel room or on a train, I feel that something is unfinished, that there was a relationship that was beginning or that was renewed, and suddenly the person disappeared. And I mourn these losses, and I have in the library of my mind a special section for books that I have lost. And I visit it from time to time, but there are books that are behind a glass cage, so I cannot access them. But there are many. I'm very careless. Also er ist sehr, auf der einen Seite geht er sehr sorgfältig, wie ich bezeugen kann, mit seinen Büchern um. Auf der anderen Seite verliert er doch, weil er so ein bisschen viel unterwegs ist, doch hin und wieder Bücher. Und es jedes Mal, wenn dann ein Buch sich quasi von ihm verabschiedet, ist es so, als wenn man jemanden, mit dem man gesprochen hat, mit dem man zusammengelebt hat, aus den Augen verliert, als wenn eine Beziehung quasi abbricht. Und er hätte in seinem Kopf einen kleinen Glaskasten mit nur der Abteilung für verlorene Bücher. But I think everybody has this kind of glass cage of lost books, but also I think it was Calvino who was very generous with me. He said, or not with me, with everybody here, he said that every library has about, must have, 30% unread books. But that's something different. This is etwas ganz anders. Ein verlorenes Buch ist ein Buch, das du lesen kannst, du könntest, but a book that is on your shelf and that you haven't read has a weight in your intellectual life in spite of not reading it. Obviously, I have 40,000 books. I haven't read them all, obviously, but I have opened them all. There is no book that comes into my library that wasn't open. So at least it's an introduction. But I also think there is an unexplored scientific phenomenon that happens between readers and their books. You asked me about the books that I have
by my bed. When I travel, I carry a few, but at home I have a pie like this. And I look at some, I read others, but there are many that I don't get to. But mysteriously, there's a kind of osmosis that happens. And if the book is by my bed for long enough time, I can put it away because I feel that I have read it. Klar, also er sagt, es gibt doch so eine mysteriöse Osmose. Die ganzen ungelesenen Bücher, ein ungelesenes Buch ist natürlich genau das Gegenteil von einem verlorenen Buch, weil das ungelesene Buch ja eigentlich offen liegt. Man muss es einfach nur erkennen, dass man es jetzt genau braucht. Und so gewinnen die Bücher, die man zu Hause hat und die man noch nicht gelesen hat, doch schon in seinem geistigen Leben eine gewisse Gewichtigkeit. Aber bei den Büchern auf seinem Nachttisch gäbe es eigentlich sogar so eine Art Osmose. Er sagt, es sei bis jetzt ein unbekanntes wissenschaftliches Phänomen, das sollte mal untersucht werden, dass man eine ganze Reihe von diesen Büchern, die man da liegen hat, ja nie dazu kommt, da die zu lesen oder reinzuschauen. Aber man gewöhnt sich so daran, dass man dann nach ein paar Wochen oder Monaten oder Jahren denkt, ja, das habe ich doch jetzt ausgelesen, das lege ich mal beiseite. Aber wie es jetzt zu dieser neuen Bibliothek kommt, die er dann in dem Band Die verborgene Bibliothek einpacken muss, dazu hören wir jetzt wieder Birgitta Asheuer in der wunderbaren Übersetzung von Aram Stanislavski. Meine letzte Bibliothek befand sich in Frankreich, in einem alten steinernen Pfarrhaus im Süden des Loiretals, in einem kleinen Dorf mit weniger als 10 Häusern. Mein Partner und ich wählten diesen Ort, weil direkt neben dem Haus eine uralte, teilweise abgetragene Scheune stand, groß genug, um eine Bibliothek zu beherbergen, welche zu dieser Zeit auf etwa 35.000 Bücher angewachsen war. Ich dachte, sobald die Bücher ihren Platz gefunden hätten, würde ich auch den meinen finden. Doch es sollte anders kommen. Als ich zum ersten Mal das zweiflügelige, schwere Eichentor aufstieß, das hinaus in den Garten führte, wusste ich, in diesem Haus will ich leben. Der von einem steinernen Torbogen gefasste Blick fiel von hier auf zwei uralte japanische Schnurbäume, die ihren Schatten auf eine blühende Wiese warfen, deren sattes Grün sich bis zu einer in einiger Entfernung noch erkennbaren Mauer erstreckte. Man erzählte uns, während der Bauernkriege seien Korridore unter der Erde gegraben worden, die vom Haupthaus zu einem entlegenen, nunmehr langsam in sich zusammensackenden Wehrturm führten. Mein Partner verbrachte Jahre damit, den Garten wieder instand zu setzen. Er pflanzte Rosenbüsche, legte einen kleinen Gemüsegarten an und kümmerte sich um die sträflich vernachlässigten Bäume, deren hohle Stämme die vormaligen Besitzer mit Abfällen vollgestopft hatten und deren Kronen stark ausgedünnt waren. Wenn wir durch den Garten gingen, sprachen wir darüber, dass wir uns als seine Hüter und nicht als Besitzer sahen, denn der Ort, wie wohl jeder Garten, war erfüllt von einem eigenen Geist, den die Alten das Numinose nannten. Plinius erklärt, das Gefühl des Numinosen, das uns zuweilen in einem Garten überfällt, komme daher, dass in früheren Zeiten die Bäume Tempel der Götter waren. Und die Götter haben das nicht vergessen. In der hintersten Ecke des Gartens standen zwischen den Überresten eines aufgegebenen Friedhofs aus dem 9. Jahrhundert einige Obstbäume. Auch hier hätten sich die antiken Götter wohl heimisch gefühlt. Der von einer Mauer umfasste Garten war ein außergewöhnlich ruhiger Ort. Jeden Morgen gegen 6 Uhr ging ich noch schlaftrunken hinunter in die mit dunklem Holz vertäfelte Küche, machte mir eine Tasse Tee, setzte mich hinaus auf die kleine Steinbank, unsere Hündin an meiner Seite, und sah dabei zu, wie das Sonnenlicht langsam die Mauer hinaufkletterte. Dann nahm ich sie mit in meinen Turm, der an die Scheune angrenzte, und las. Nur das Singen der Vögel und im Sommer das Summen der Bienen durchbrach die Stille.
Abends kreisten winzige Fledermäuse über uns. Und wenn es völlig dunkel geworden war, verließen die Eulen ihr Nest im nahegelegenen Kirchturm. Wir kamen nie dahinter, warum sie es gerade im Glockenstuhl gebaut hatten, und stürzten sich in die Nacht, um ihr Abendessen zu fangen. Es war ein Pärchen Schleiereulen. In Neujahrsnächten jedoch glitt eine riesige weiße Eule, ganz wie der Engel, der in Dantes Beschreibung das Schiff der Seelen an die Küste des Purgatoriumsberges geleitet, lautlos durch die Finsternis. Die alte Scheune, deren Steine noch das Siegel des Maurers trugen, der sie im 14. Jahrhundert erbaut hatte, beherbergte meine Bücher 15 Jahre lang. Unter diesem von verwitterten Balken getragenen Dach versammelte ich die Überlebenden aus den vielen vorangegangenen Bibliotheken, die ich seit meiner Kindheit zusammengetragen hatte. Ein professioneller Sammler hätte wohl nur eine Handvoll dieser Bücher für wertvoll befunden. Eine Bibel mit herrlichen Illuminationen, angefertigt im 13. Jahrhundert in einem deutschen Skriptorium, ein Geschenk des Romanciers Jehuda Elberg. Ein Handbuch der Inquisition aus dem 16. Jahrhundert. Ein paar illustrierte Bücher von zeitgenössischen Künstlern, dazu eine Menge Sonderdrucke und signierte Ausgaben. Aber mir fehlte und fehlt bis heute das Geld und das Expertenwissen, um ein echter professioneller Sammler zu werden. In meiner Bibliothek saßen Frischlinge aus der Pinguin-Taschenbuchreihe einträchtig neben würdevollen, in Leder gebundenen Patriarchen. Die in meinen Augen wertvollsten Bücher waren diejenigen, mit denen ich eine private Erinnerung verband, wie meine Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm aus den 1930er Jahren, gedruckt in düsteren gotischen Lettern, eines der ersten Bücher, das ich gelesen habe. Auch viele Jahrzehnte später treiben Erinnerungsfetzen aus meiner Kindheit an mir vorbei, wann immer ich die vergilbten Seiten dieses Buches aufschlage. Ich ordnete meine Bibliothek ganz nach meinen Bedürfnissen und Vorlieben. Anders als eine öffentliche Bibliothek musste sich meine keiner festen Klassifikation unterwerfen, die auch Außenstehende begreifen würden. Eine sehr eigene Logik bestimmte ihre Geografie. Die Sprachen, in denen die Bücher im Original geschrieben worden waren, gewährten eine grobe Unterteilung. Alle auf Spanisch, Französisch, Englisch oder Arabisch geschriebenen Büchern, letzteres eine Sprache, die ich weder sprechen noch lesen kann, fanden sich auf dem gleichen Regalbrett wieder. Ein paar Themenbereiche, Geschichte des Buches allgemein, die Faustlegende, Literatur und Philosophie der Renaissance, Gay Studies und mittelalterliche Bestiarien hatten ihre eigenen Sektionen. Bestimmte Autoren und Genres waren gegenüber anderen privilegiert. Ich besaß tausende Detektivromane, aber nur sehr wenige Geschichten über Spione. Mehr Platon als Aristoteles, die gesammelten Werke von Zola, kaum ein Buch von Maupassant, den ganzen John Hawkes, die komplette Cynthia Osick, aber nur sehr wenige Bücher von der Bestsellerliste der New York Times. Ich hatte auch ganze Regale voll schlechter Bücher, die ich aufbewahrte für den Fall, dass ich einmal ein Beispiel für ein wirklich schlechtes Buch bräuchte. In seinem Fetter Pons bietet Balzac eine Erklärung für dieses obsessive Verhalten an. Eine Obsession, schreibt er, ist ein Vergnügen, das den Status einer fixen Idee erlangt hat. Ich wusste, dass wir nur die Hüter des Hauses und Gartens waren. Die Bücher jedoch gehörten zu mir. Sie waren ein Teil von mir. Im Englischen gibt es das geflügelte Wort von einem gewissen Typ Mensch, der einem anderen nur ungern sein Ohr oder die Hand leiht. Ich hingegen verleihe ungern Bücher. Wenn ich will, dass ein Freund ein bestimmtes Buch liest, dann kaufe ich es lieber und schenke ich es ihm. Ich bin davon überzeugt, dass das Verleihen von Büchern einer Anstiftung zum Diebstahl gleichkommt. In der Leihbibliothek einer meiner Schulen prangerte ein eigenartig strenger und gleichzeitig freigebiger Hinweis. Diese Bücher gehören nicht dir, sie gehören allen. In meiner Bibliothek wäre so ein Schild undenkbar gewesen. Meine Bibliothek war ein zutiefst privater Raum, ein Abbild meiner selbst, das mich umschloss.
Als Kind wuchs ich in Israel auf. Mein Vater vertrat dort als Botschafter sein Heimatland Argentinien. Mein Kindermädchen ging oft mit mir zum Spielen in einen Park, der in Teilen einem gut gepflegten Garten glich, sich aber irgendwann in sandige Dünen verlor. Riesige Schildkröten krochen dort umher und zogen ihre fein gemusterten Spuren in den Sand. Einmal stieß ich auf eine Schildkröte, deren Panzer zur Hälfte abgerissen worden war. Sie starrte mich mit ihren uralten Augen an, während sie sich über die Dünen in Richtung der fernen See schleppte, beraubt um einen wesentlichen Teil ihrer selbst, der sie beschützt und definiert hatte. Ich glaube, dass meine Bibliothek am besten erklären kann, wer ich bin oder einmal war. Sie ist mein veränderliches Selbst, das sich über die Jahre kontinuierlich gewandelt hat. Und trotzdem ist meine Beziehung zu Bibliotheken schon immer zwiespältig gewesen. Ich liebe die Bibliothek als Ort. Ich liebe die öffentlichen Gebäude, die wie das Emblem jener Werte wirken, die eine Gesellschaft sich selbst gesetzt hat. Eindrucksvoll oder bescheiden, einschüchternd oder einladend. Ich liebe die endlosen Reihen der Buchrücken mit ihren bei englischen und italienischen Büchern vertikal von oben nach unten laufenden Titeln, die jedoch aus einem mir immer noch schleierhaften Grund bei deutschen und spanischen Büchern von unten nach oben laufen. Ich liebe die gedämpften Geräusche, die gedankenschwere Stille, das schummrige Licht der Leselampen, besonders jener mit grünem Glas ummantelten klassischen Bibliothekslampen, die von den unzähligen Ellenbogen der Besucher blank polierten Tische, den Geruch nach Staub, Papier und Leder oder bei den neueren Gebäuden den Geruch der Plastiktischplatten und des nach Karamell duftenden Putzmittels. Ich liebe das allessehende Auge des Informationsschalters und die sibyllinische Beflissenheit der Bibliothekarinnen. Ich liebe die Kataloge, besonders die alten Karteikartenschränke, wo sie noch erhalten sind, mit ihrem auf Schreibmaschine getippten oder handschriftlich notierten Angebot. Wenn ich eine Bibliothek betrete, ganz egal welche, fühle ich mich, als wäre ich wie durch einen Zauberspruch, den ich nie ganz verstanden habe, in eine andere Dimension transportiert worden, in der nur noch das Wort existiert. In der Zeit stand einmal drin, du wärst der König der Leser. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich in der Bibliothek saß, es war eher so eine Art Parlament. Und du warst so der Parlamentssprecher. Nein, nothing as public as that. Yeah. It's a very private act. So if it is a parliament, it's a parliament of one person. Also sei das Gegenteil von einem öffentlichen Parlament, sondern einem Parlament aus einer Person. But what I meant was like the generosity of the place. So when I stayed there and you gave me a cup of coffee, you wanted to write, and you said this 5-6 books that you have to look into, and I had things to do till noon. So it was a bit like a very generous, very omnipresent way. Everything seems to be there, but on the same time, it was highly individual. As you said, it's not like an official library where every book looks the same, but everything had a story. Mm-hmm. Well, especially with a personal library where you know the biography of each of the books that are there, the main difference between a public library and a personal library is that the private library has an order that's secret, while the public library has to have an order
that other people, other readers can understand. My ideal library as a private library is the library of Abi Warburg, because it was modeled on his mind. It was without corners, so it was an ellipsis, and he would change the order of the books according to his association. And this is the ideal library for one reader, which is why when his secretary, Saxel, convinced him that he should open it to the public, Abi Warburg went mad, and it had to go into a clinic, because you can imagine if you open your mind and let everybody enter, you go mad. Also der große Unterschied zwischen einer privaten Bibliothek und einer öffentlichen ist natürlich, dass es in der privaten so eine Art geheime Ordnung gibt, die nur dazu dient, dass man sich selber zurechtfindet, sonst keiner. Und dass natürlich eine öffentliche Bibliothek so sortiert sein muss, so aufgestellt sein muss, dass jeder herausfindet, wo er was findet. Aber seine Bibliothek entspricht eigentlich eher dem Ideal der Bibliothek von Abi Warburg, dem bedeutenden Hamburger Kunstwissenschaftler, der einen elliptischen, also einen ovalen Raum hatte, keine Ecken, und der die Bücher ständig nach seinen eigenen Gedankenassoziationen, und die waren schon ziemlich wild, umsortiert hatte. Es war eine Ordnung quasi nur für ihn, und der dann als sein Assistent, der Herr Saxel, ihn überreden konnte, ist doch eine Ordnung einzuführen, dass auch andere da was nachschlagen können, irgendwie in ein Institut eingewiesen werden musste für eine gewisse Zeit, weil er verrückt wurde, weil das andere Leute plötzlich in seinen Gedanken herumliefen. Warburg was also exemplary in the discoveries he made as a reader, not only the law of the good neighbor, which says that the information you're looking for in a book is often in the book next to it, but also his idea of the Nachleben of images, which I think it is obviously true for images, and Warburg tracked them across the centuries. But I think a library shows the Nachleben of ideas and of culture and of words in general. This idea of Nachleben seems to me essential to look at our time. What happened in our time today with the ideas that sprang up in Greece and Rome and the Renaissance and in China and in the Arab countries? What have we done with them now? What is their incarnation now? And in a library, at least in my library, I could track some of these Nachleben. And I think it's so important to understand where we stand. Where does the madness in which we live today come from? I've just finished a book. This is a book that not on my night table at the hotel, because I read it on the plane. It's by Stephen Greenblatt, the great Shakespeare scholar, and it's called Tyrant. And it's a study of the tyrants in Shakespeare, Richard III, Macbeth, but also in other plays. And it's a wonderful study of these characters. But what it is an explanation of what has happened in the United States today with Trump, and what is happening in Hungary, what is happening in Italy, what is happening in so many places, and how these figures come into being. But Greenblatt doesn't say a word about our century. He's talking about Shakespeare. And the Nachleben of
Shakespeare's idea of tyranny and how it cannot arise unless there are collaborators, unless there is a popular indignation against the way in which one class treats the other and so on. Without that, we cannot understand what is happening today, and it's in Shakespeare. Es ist doch eine Art von Forschungsbibliothek. Er sagt, es gibt ein Gesetz in Bibliotheken, das sei das Gesetz vom guten Nachbarn. Also was man in dem Buch, wo man es gerade sucht, nicht findet, findet man meistens im Buch nebenan. Aber was ausgehend von dem Gedankengebäude und den Forschungen von Abi Warburg, sagt er, dass wie Abi Warburg das Nachleben der antiken Figuren in Renaissance-Gemälden bis hin auf Briefmarken, bis hin in die Werbung seiner Tage nachverfolgt hat, so ist auch für ihn die Bibliothek ein Ort, um dem Nachleben von Ideen zu folgen. Und wie die ganzen Ideen, die Grundlagen aus Griechenland, aus der Antike, aus arabischen Ländern, wie wir sie heute verwenden und wie sie quasi weiterhin unser Leben bestimmen. Im Flugzeug erzählte, hat er das neue Buch gelesen von Stephen Greenblatt, ein international einer der wichtigsten Shakespeare-Forscher, die es gibt. Das Buch heißt Tyrant und ohne eine Silbe von Trump zu erwähnen, analysiert er die Tyrannie, die Ideen von Tyrannei in Shakespeare-Stücken, die exemplarischen Figuren, die zu Tyrannen werden und legt damit eigentlich ganz viele Mechanismen bloß, die heute die populistischen Umstürze oder Entwicklungen, die wir überall erleben, zeigen. So your library is like an picture of yourself, of your mind, but it's also like a bit like a model to encounter the world. Mm-hmm. Yeah, es ist Autobiografie, aber auch so ein Fenster, eine Tür zu die Welt. Mm-hmm. Ich lernte zuerst in die Bibliothek, in meine Bücher, was Liebe, Tod, Furcht war, vor ich lernte es in die Welt, die materielle Welt. So experience came to me through books. And then when things happened in my life, I had the quotes that were able to identify them. And it helped me, and it still helps me, to understand the experience of the world. Because there is a paradox. We know that the world is absurd, that the universe is chaotic, that we cannot grasp the laws that rule this chaotic universe, because we have a mental construction of time and space which is uniquely human and doesn't apply to the universe. In astrophysics, there is no past, present, and future. There is no left and there is no right. But the human mind thinks consequentially and sequentially, and also thinks in terms of up and down and left and right. So what we construct from our experience of the world is a story that follows narrative rules that exist only in the human brain. It doesn't apply to the universe itself. Stephen Hawking, the great scientist, said there are rules for the universe, and he can formulate them, but he cannot grasp them. He cannot conceive them, because the human mind cannot conceive, for instance, the multiplicity of dimensions of the universe. The human mind can't conceive the 11 dimensions that astrophysics tells us the universe has, but they still exist. But literature helps us construct a story
like you tell a child a story so that the child understands what happens to an adventure, what happens in a love story, what happens in a story where the hero dies and the child doesn't have those experiences, him or herself. Die Bibliothek ist für ihn quasi ein großer Vorrat von Geschichten und von Erfahrungen, die seinen realen Erfahrungen, die er dann später in der wirklichen Welt gemacht hat, ob vorausgelaufen ist. Und in der Art ist die Bibliothek für ihn quasi auch ein Modell von dem menschlichen Bewusstsein, denn alles, was im Universum passiert, passiert ja nicht im Universum, weil das, wir uns das so denken, sondern das sind chaotisch, wahnsinnig komplizierte, ineinander verknotete Dinge, die wir uns immer nur wieder in Geschichten übersetzen und Literatur übersetzt die Welt für uns. Ich lasse den Hawking-Teil jetzt weg, den haben Sie bestimmt verstanden und ich nicht. But then suddenly, when you have your library as such an ideal place, ich habe es natürlich verstanden, aber es würde viel zu viel Zeit jetzt nehmen. But if you conceive the library as a model like this and as a picture of yourself, then it's suddenly understandable that packing up your library was such a cut in your life. Mm-hmm. Yeah. Ich frage jetzt quasi nach dem Bruch, dass er diese Bibliothek, die für ihn so ein Modell seines eigenen Lebens war und auch ein Modell ist, wie er denkt, wie er arbeitet, wie er die auf einmal einpacken muss. A valid definition of paradise is the place that you lose. I thought I would end my days in the library. There is a custom among beekeepers that if a beekeeper dies, somebody has got to go and tell the bees that the beekeeper is no longer there. And I wrote in this book, Tagebuch eines Lesers, that I want someone to do the same thing with my books, that when I die, somebody would go into the library and tell my books that I'm no longer there. But this didn't happen because I had to leave the library before my death. It happened for bureaucratic reasons. It happened for reasons that I still don't understand how external circumstances can affect you so much that you have to take a drastic decision. But I suppose that the life of exiles is like this, and I'm not comparing myself, of course, to the people who lost everything in Syria or wherever in the world and have to leave and leaving everything behind. But there is a sense of injustice, of something that happens to you not because of you, but because of external circumstances. And so my life changed with having to leave my library and having to leave the place that I thought was forever. Also eine gute Definition für das Paradies wäre eigentlich, das ist der Ort, den man verliert. Und in dem letzten, also im ersten Buch, was wir hier bei Fischer machen konnten, Tagebuch eines Lesers, sagt er einmal, dass er sich hofft, dass wenn er mal tot ist, dass jemand das Gleiche macht, wie Imker das für ihre Bienenvölker machen. Wenn ein Imker stirbt, dann muss der andere Imker zu den Bienen sagen und ihm das mitteilen, dass der eigentliche Imker tot ist. Und er dachte, so würde er seine Bibliothek verlassen, aber nein, aus bürokratischen Gründen
Es ist den beiden, ihm und seinem Partner, sehr schwer gefunden, schwer gefallen, weiterhin in Frankreich leben zu können, weil das auf ganz vielen Ebenen ganz kompliziert geworden ist, musste er die Bibliothek verlassen. Und es war für ihn so ein Moment von Exil, nicht, dass er sich vergleicht mit Flüchtlingen, die alles verlieren, aber dass man doch die Art von Abbild, was man sich selber geschaffen hat in Form einer Bibliothek, quasi wieder in Kisten verpacken und auseinander dividieren muss. Etwas, was halt doch sehr schmerzlich war, weil es sehr viel Arbeit war, das alles zusammenzutragen. Und er eigentlich auch gehofft hat, dass er die Bibliothek für immer hat. I remember how kind of elated you are when you were when you received all your boxes. They were shipped to France from various places, and for the first time since a long time, you had all your books with you. Yeah. Die erste Nacht, dass ich alle die Bücher auf die Regalen hatte, habe ich in die Bibliothek geschlafen, weil auf dem Boden. Weil ich war wie ein Hund, das in die Ecke pisst, so dass der Ort mein sei. And it felt as if finally I had my shell, the place that was in the shape of who I was, and that I had to leave. But you have hope that you will get it back again? I have the hope of resurrection. Also dann seine Bücher. Also wir haben ja eben gehört, er hat in so vielen Ländern gelebt und überall hat er so kleine Bibliotheken angehäuft. Die lagen dann alle nachher in Kanada in Lagerhäusern. In Frankreich war es zum ersten Mal seit langer, langer Zeit, dass er all diese Bücher zusammen hatte. Und als er dann die Bibliothek eingeräumt hatte, hat er erstmal die Nacht in der Bibliothek geschlafen, um wie ein Hund quasi so seine Losung auszusetzen, dass er jetzt da ist und angekommen ist. Und what happens is that you want to believe that it will come again. In my mind, the space of the library still exists. When the destruction of the Second Temple in Jerusalem happened, the Jews kept on conducting the rituals as if the building was still standing. So in a synagogue, even today, you have this number of steps for one ritual, you go to the right, you go to the left, as it was in that temple long ago destroyed. And I have this feeling with my library, I can lay my hand on any book, a ghost book, that I want. I know where it is. You know the phantom limb syndrome, when you get an arm or a leg cut off, you still feel that limb. Well, I still feel my library. Also damals, als er dann seine Bücher wieder hatte, sagte er, war das so, als wenn er so seine Schale wiedergefunden hat, eigentlich wie die Schildkröte, von der wir eben gehört haben. Und er hat die Hoffnung, dass er die Bibliothek eines Tages wieder um sich hat. Aber im Moment ist es ein bisschen wie so eine Art Phantomschmerz. Also man hat das Bein schon nicht mehr, aber man weiß noch genau, wie es ist. Und er vergleicht es auch so ein bisschen mit den Juden nach der Zerstörung des zweiten Tempels haben sich einfach entschieden, wir machen so weiter und wir führen alle Rituale so auf. Wir gehen 4 Stufen runter, wir gehen nach links, wir wenden uns nach rechts, genau so, als wenn sie noch in dem Tempel wären. Und so hätte er auch oft das Gefühl, dass wenn er ein Buch sucht, er eigentlich schon seine Hand dranlegen kann. Verlust ist eines der Themen des Buches. Also Sie werden nicht nur sehr viel über das Lesen und über das Bücher haben, Bücher
besitzen, Bücher lesen erfahren, sondern auch einiges darüber, wie das ist, wenn man sie Bücher eben auch verliert. Und jetzt hören wir nochmal eine Stelle gelesen von Birgitta. Sammeln, Kontrolle behalten über das Unerträgliche, notiert Ruth Padell. Ich glaube, meine Beziehung zu Büchern entstand genau aus diesem leider unrealisierbaren Wunsch. Weil sie als greifbare Objekte zu unserer Verfügung stehen, halten wir Bücher für untätig und passiv, dass wir uns erlauben, sie mit unseren eigenen Interpretationen zu füllen. Auf die Frage an das Heer von Samarien, wollen Sie etwa die Steine zu neuem Leben aufrichten? Antworten wir mit Ja, denn wir machen uns die Bücher zu Vertrauten. Verwandeln Sie in die guten Geister, unter denen wir leben. In meiner Bibliothek fühlte ich mich umgeben von dieser stummen Mehrheit, wie Homer die Toten nennt, von einem gewaltigen Bergmassiv aus Buchseiten, die den Schlüssel zu meiner Vergangenheit bargen, mir im Jetzt mit Ratschlägen zur Seite standen und mich mit weisen Sprüchen in meinem Alltag unterstützten. Sie alle sind jetzt bis auf Weiteres verloren und nur noch vage erinnerte Schatten. Vielleicht ist das Verlieren eine Eigenschaft, die vererbbar ist. Meine Großmutter mütterlicherseits hatte ein Talent dafür, Dinge zu verlieren. Sie war als sehr junges Mädchen aus einer Vorstadt von Jekaterinburg in einer von Baron Hirschs Kolonien in das Mesopotamien Argentiniens und dann fort aus dieser Welt jüdischer Gauchos in das berühmte jüdische Viertel Once in Buenos Aires gezogen. Sogar in ihrer ziemlich kleinen Wohnung schaffte sie es, andauernd Dinge zu verlieren. Ihr Taschentuch mit Spitzenbordüre verschwand spurlos in den dunklen Tiefen ihrer Handtasche. Die Streichhölzer, mit denen sie die Schabbatkerzen anstecken wollte, waren nicht mehr an ihrem angestammten Platz neben dem Samowar. Wenn sie nach dem Zimt für ihren berühmten Quittenstrudel suchte, tauchte plötzlich der weiße Pfeffer in ihrer Hand auf. Und wenn sie den Pfeffer für den gefüllten Fisch brauchte, war das Gewürzregal leer. Meine Großmutter verlor Quittungen, Fotografien, Socken, Dokumente, Schmuck und Geld. Sie verlor ihre Fahrkarte für die Straßenbahn so oft, dass der Schaffner, der sie nach all den Jahren, in denen sie die Strecke gefahren war, gut kannte, ihr einfach nur zunickte und an ihr vorbeiging. Meine Mutter kaufte Dutzende extra Paare Strumpfhosen für sie und bewahrte den Personalausweis ihrer Mutter in einem Tresor bei uns zu Hause auf. Aber es kümmerte meine Großmutter kein bisschen, wenn sie andauernd Dinge verlor. Wir haben unser Haus in Russland verloren, wir haben unsere Freunde und unsere Eltern verloren. Ich habe meinen Mann verloren und meine Sprache, sagte sie in dem ihr eigenen Mischmasch aus Russisch, Jiddisch und Spanisch. Es ist nicht schlimm, wenn man etwas verliert. Denn dann lernt man, dass man sich nicht an den Dingen erfreuen soll, die man besitzt, sondern an denen, die man in der Erinnerung bewahrt. Es ist gut, sich an das Gefühl des Verlusts zu gewöhnen. Ich glaube, sie hatte damit recht. Vielleicht ist alles menschliche Streben gezeichnet von der unterschwelligen Erwartung zu verlieren, was man gewonnen hat. Wir bauen uns etwas auf, eine Familie, ein Haus, ein Geschäft. Wenn wir noch dazu begabt sind, erschaffen wir vielleicht etwas aus Klängen, Farben oder Wörtern. Wir komponieren ein Bild, wir malen ein Lied. Wir komponieren ein Lied, malen ein Bild, schreiben ein Buch. Aber allem ist das unausgesprochene Wissen beigemischt, dass diese Dinge eines fernen Tages nicht mehr existieren werden. Das Lied wird nicht mehr gesungen, das Bild verblasst, das Buch wird verbrannt, bis jener ferne Tag kommt, an dem uns Schmuck anstelle von Schmutz kleiden wird. Aber um etwas verlieren zu können, müssen wir zuvor etwas gefunden haben. Wenn der Verlust jedem Streben immanent ist, dann ist dieses Streben, diese Hoffnung, dieser Wunsch, noch aus der Asche etwas zu errichten, folglich auch ein Teil aller Dinge, die wir verlieren. Auch wenn die Geschichte uns lehrt, dass nichts für die Ewigkeit besteht, so ist der Drang, selbst im Angesicht der heraufziehenden Zerstörung etwas zu erschaffen,
sich in einem fremden Land wieder anzusiedeln, dem Vorbild unserer Vorfahren nachzueifern und neue Bibliotheken zu bauen, ein starker, nicht auszurottender Impuls. Für die drei Buchreligionen, die drei antagonistischen Kinder Abrahams, sind Welt und Wort eng miteinander verwoben. Der erste Satz aus dem Evangelium des Johannes, im Anfang war das Wort, trifft auf alle drei Kulturen zu. Gott ist für die Juden das Plural Elohim, im Sinne von der Eine und Einzige. Für die Christen ist er der dreifaltige Gott, zugleich eins und drei. Und für die Muslime ist er der einzige Allah, der durch seinen Propheten spricht. Alle schaffen sie durch das Wort. Gemäß dem Glauben dieser drei Religionen ist das Wort der Atemhauch oder der reine Ausdruck Gottes, der, nachdem er die Welt geschaffen hat, anfängt, den von ihm gesprochenen Text durch die Schrift mit Verweisen und Kommentaren zu versehen. Durch die Moses gegebenen Gesetze, durch die Worte Christi, übermittelt von den Aposteln, durch den Mohammed geoffenbarten Koran. Unsere Sprachen sind, so erzählt es die biblische Legende, ein Geschenk Gottes oder eine Strafe, wie man es nimmt, dass Babel auferlegt wurde, als Gott die eine einzige von allen Menschen gesprochene Sprache verwirrte und sie in die Myriaden unterschiedlicher Muttersprachen aufdröselte, die wir heute sprechen. Demzufolge, weil die Sprache von Gott kommt, kann Gott sich in jedem beliebigen Wort oder Satz, den wir sprechen, offenbaren. 1890 wurde im alten jüdischen Viertel in Kairo, in der zugemauerten Rumpelkammer einer alten Synagoge, eines der größten und wertvollsten Archive aus der Zeit der Antike entdeckt, in dem Geschriebenes in jeglicher Form, offizielle Dokumente, Gedichte, Einkaufslisten, Briefe, Verträge und so weiter, aufbewahrt worden war. Denn die Juden glaubten, dass man nicht ein einziges beschriebenes Blatt wegwerfen dürfe, das vielleicht unbeabsichtigt den Namen Gottes enthalten könnte. Eine von Gott gegebene Sprache gewährt also die Freiheit, etwas benennen zu können, sowie das Verbot, das Unbenennbare zu zerstören. Jedes Mal, wenn wir etwas in Worte fassen, erklären wir damit einerseits unseren Glauben an die Kraft der Sprache, unsere Sicht auf die Welt abzubilden und kommunizieren zu können. Und gestehen uns andererseits ein, dass wir diese Erfahrung nie völlig benennen können. Der Glaube an die Sprache wird, wie jeder wahre Glaube, auch dadurch nicht angefochten, dass wir jeden Tag erleben, wie ihr Versprechen konterkariert wird. Wir glauben weiter an sie, obwohl wir wissen, dass wann immer wir versuchen, etwas zu sagen, ganz egal wie einfach das Gesagte auch erscheinen mag, nur ein Schatten des ursprünglichen Gedankens in unsere Worte fließt und weiter zerfasert wird, wenn die Worte vom anderen gehört und verstanden werden. Jedes Mal, wenn wir "Gib mir bitte das Salz" sagen, übermitteln wir eine Bitte. Und diese wird in ihren Grundzügen auch verstanden. Aber die feinen Schattierungen und Echos der Bedeutung, die privaten Konnotationen, die wir hineinlegen, und ihre kulturellen Wurzeln, persönliche, soziale, symbolische, emotionale Dimensionen, können nicht allesamt mit unseren Worten vermittelt werden. Weshalb diejenigen, die uns zuhören oder lesen, diese Schattierungen, so gut sie es eben vermögen, aus den Hüllen dieser Wörter heraushören müssen, um so ein ganzes Universum an Sinn, Emotion und Bedeutung, aus dem sie hervorgegangen sind, zu rekonstruieren. Platon, der Auffassung meiner Großmutter, dass alles dem Verlust anheimfallen muss, wohl zugestimmt hätte, glaubte, dass wir die Welt nur als Imitationen ihres wahren Sinns, gleichsam als Schatten an einer Höhlenwand erfahren. Wenn dem so ist, dann ist das, was wir in Worte fassen, nur der Schatten eines Schattens. Dann würde jedes Buch zu einem Eingeständnis, dass es unmöglich ist, jenes Unbenennbare, worauf unsere Erfahrung fußt, gänzlich zu begreifen und festzuhalten. Und dann sind all unsere Bibliotheken
nichts als großartige Monumente dieses Scheiterns. Was eine wunderbare Stimme. Also eine Bibliothek wurde eingepackt und die wird verloren, aber dir wurde dann ja quasi eine zweite Bibliothek angeboten als Ersatz. Die Nationalbibliothek, von der einer der vorherigen Direktoren auch Borges gewesen war, der ja blind war und der sagte, es sei eine schreckliche Ironie Gottes, dass er ihm alle Bücher gibt, aber die Nacht dazu. Genau, er war der vierte blinde Direktor von der Nationalbibliothek. I hope that I will avoid the curse. But it was so extraordinary losing my library, going to New York, settling in New York, thinking that this was the last chapter. I was teaching at Princeton, Columbia, and then suddenly receive the offer to become the director of the National Library of Argentina. But it wasn't exchanging my 40,000 books for the 5 million in the library, because they are not mine. I have a very strange relationship with public libraries. I love them, but I don't like working in them, because whatever book I take in my hands, I want it to be mine. I want to write in the books, which you can't do in library books, and I want it to take it home, which is forbidden. So my relationship to public libraries is one of platonic admiration. But I am very happy as director of the National Library. I feel that for 50 years I was writing recipes, and for the first time I find myself in the kitchen cooking. Es war, also Borges war damals auch nur schon der vierte Direktor der Nationalbibliothek in Argentinien, der blind war. Ich hoffe, das ist kein Fluch, der ihn noch erfolgt. I don't think so. Aber er dachte halt, das wäre es jetzt gewesen mit seiner Bibliothek. Er ist nach New York gegangen, er hatte unterrichtet in Princeton und in Columbia. Und wusste nicht, und dann kam halt die Einladung nach einem Jahr ungefähr, Direktor der Nationalbibliothek in Buenos Aires zu werden und seine 40.000 Bücher gegen 5 Millionen einzutauschen. Aber er sagte, er liebte öffentliche Bibliotheken. Er sagt auch im Buch, dass er, wenn er in eine Stadt kommt, erst sich die Bibliothek anschaut. Aber er mag nicht in ihn arbeiten, denn er will, dass jedes Buch ihm gehört. Er will in jedes Buch hineinschreiben dürfen. Er will jedes Buch mit nach Hause nehmen dürfen, sodass er eigentlich zu öffentlichen Bibliotheken eher so eine Art platonische Bewunderung hegt. Aber jetzt, nach 50 Jahren, wo er all die Bücher geschrieben hat über Bibliotheken, über das Lesen, dauernd Rezepte rausgehauen hat, hat er sich plötzlich in der Küche wiedergefunden. So shall we end with a reading? Yeah. All right. One more English passage, und dann werden auch Bücher signiert. So, das ist die letzte Seite von das Buch. So you will know who the murderer is. The emptying of a library, however heartbreaking, and the packing of its books, however unjust, need not be seen as a conclusion. There are possible new orders in shadows, secret but implicit,
apparent only once the old ones are taken apart. Nothing that matters is ever truly replaced. Every loss, at least partly, is for all eternity. Repetition entails variation, new questions, a certain degree of change, even if much remains the same, like our features in the mirror. Which sections of my dismantled library will survive and which will become obsolete? What unexpected alliances will be formed among my boxed volumes once housed in their future settlement? What new labels will emerge on the shelves now that the old ones have been discarded? Will I, their customary reader, wander again through its stacks, pleased at recalling a title here and surprised at finding another there? Or will it be my ghost who will quietly haunt my library's next incarnation? En ma fin, j'ai mon commencement. In my end is my beginning. Mary, Queen of Scots, is said to have embroidered on her cloth while in prison. This seems to me a fitting motto for my library. Thank you. Ja, nochmal vielen Dank, Alberto Mongel. Jetzt wissen Sie auch, warum Patti Smith von ihm interviewt werden wollte, als sie in Argentinien war. Vielen Dank an Achim Stanislawski, der die Übersetzung gemacht hat und da im Dunkeln sitzt. An Birgitta Asheuer für die wunderbare Lesung. Und für meine Kollegen, die das alles hier gemacht haben. Vielen Dank.